Willkommen, liebe Zuschauer. Den Nazi-Terror haben sie überlebt, doch ihre Heimat war verloren. Und sie mussten sich entscheiden nach dem Krieg. Für einen Neuanfang in Deutschland oder Übersee. Die meisten wollten einfach weg nach Palästina, ins gelobte Land. Die Einreisegesetze aber waren streng. Es dauerte oft Jahre, die sie in den Flüchtlingslagern bleiben mussten. Zeit, die von der jüdischen Untergrundorganisation Haganah genutzt wurde für ein geheimes Unternehmen. Ausreisewillige Männer und Frauen konnten sich im Lager für den Kampf um Israel militärisch ausbilden lassen. Nie wieder Opfer sein war ihre Losung. Andere entschieden sich dafür, doch noch in Deutschland zu bleiben, einen Neuanfang zu wagen. Wie sie hier ihr Leben meisterten und welche Widerstände sie bei all dem überwinden mussten, zeigt nun unser Autor Dietmar Schulz. Deutschland 1945. 8 Millionen Flüchtlinge irren durch das zerstörte Land. Wo sind ihre Angehörigen? Wo finden sie eine Bleibe? Unter ihnen mehr als 20.000 deutsche Juden. Alliierte Truppen haben sie kurz vor Kriegsende aus den Konzentrationslagern befreit. Andere haben überlebt, weil mutige Helfer sie jahrelang versteckt hatten. Einige Tausend hatten das Glück, dass sie wegen ihrer nichtjüdischen Ehepartner von der Deportation verschont blieben. Viele Holocaust-Überlebende kommen in Auffanglagern der alliierten Behörden in Westdeutschland unter. Dort leben sie zusammen mit 200.000 Juden aus Russland und Polen. Es gab die primitivsten Lager, das waren teilweise Pferdeställe, die zu Lagern umgewandelt wurden. Und es gab Lager, das waren frühere Sanatorien, die wesentlich besser gestellt waren. Die meisten, das waren ehemalige Kasernen, Wohnungen. Das heißt, die Lebensumstände variierten unglaublich. Das Lager Zeilsheim bei Frankfurt. Im August 1945 kommen die ersten jüdischen Überlebenden. Innerhalb weniger Monate sind es 3.000. Die meisten stammen aus Osteuropa. Die Militärbehörden nennen die Flüchtlinge Displaced Persons, Heimatlose. Ihre Lager DP-Camps. Viele Juden wollen ihre Koffer nicht auspacken. Sie wollen vor allem eines. Weg aus dem Land der Täter. Sie wollen auswandern. Die meisten nach Palästina, ins heutige Israel. Das Lager ist für sie nur der Wartesaal. In der damaligen Zeit, 45 bis 48, hat keiner der Überlebenden daran gedacht, in Deutschland zu bleiben. Das ist zu verstehen, dass man bereit war, jederzeit Deutschland zu verlassen, denn eine Möglichkeit dazu gegeben war. Für uns war sie leider nicht gegeben. Manche finden im Lager ihre verschollenen Verwandten und Freunde wieder. Langsam kehrt bei den Heimatlosen der Lebensmut zurück. Fotos und Filmaufnahmen, die Ephraim Robinson, ein polnischer Flüchtling, gemacht hat. Erstmals im deutschen Fernsehen. Stolz tragen Jugendliche die Fahne mit dem Davidstern durchs Lager. Wird sie später einmal die Nationalflagge Israels? Im Lager träumen alle davon. Nach Jahren des Schreckens sehnen sie sich nach Geborgenheit. Viele wollen eine Familie gründen. Wie die meisten DP-Camps der Alliierten hat auch Zeilsheim eine jüdische Verwaltung, einen Laden, Werkstätten und eine Schule. Doch es fehlen Lebensmittel und Kleidung. Auch er lebt im Lager. Arno Lustiger aus Bezin in Polen, heute Historiker in Frankfurt. Er ist Mitarbeiter der Lagerzeitung, die wöchentlich in jiddischer Sprache erscheint. In fast jedem DP-Lager gab es eine eigene Zeitung. Auch in Zeilsheim, Frankfurt, wo wir waren, gab es die Zeitung, die Organ war für alle DPs im Lande Hessen. Und ich war Mitglied der Redaktion. Die Zeitung hieß Unterwegs, ein gut gewählter Titel.
Jahrelang waren die Holocaust-Überlebenden von allen Informationen abgeschnitten. Jeder von uns war durstig danach, das, was er versäumt hat durch die langen Kriegsjahre, an Wissen, an allem nachzuholen. Und deshalb wurden in allen DP-Camps Schulen eingerichtet, Berufsschulen, allgemeine Schulen. Innerhalb eines Jahres musste der Stoff von 2 Jahren bewältigt werden. Zeilsheim zählt zu den besseren DP-Camps, häufig besucht von amerikanischen Politikern und hohen Militärs. Angehörige deutscher Behörden dürfen das Lager nicht betreten. Ende 1946 kommt ein viel umjubelter Besucher. David Ben-Gurion, der Vater Israels, wie er später genannt wird. Er wirbt für die Auswanderung nach Palästina. Wir werden einen neuen Juden schaffen, der weiß, dass einem die Freiheit nicht geschenkt wird, sondern erkämpft werden muss. Möglichst viele sollen nach Palästina gehen, um später den neuen Staat Israel aufzubauen. Er wurde gefeiert wie ein Prophet. War eine wirklich Demonstration für ihn. Und er gab uns Mut und Zuversicht, dass bald ein jüdischer Staat entstehen wird. Noch ist Palästina britisches Mandatsgebiet. Die Londoner Regierung schränkt die Einreise von Juden wegen der dort lebenden Araber drastisch ein. Vielerorts protestieren Zehntausende Juden gegen die Politik der Briten. Zeilsheimer Juden fordern: Öffnet die Tore Palästinas. Oberbayern, in der Nähe von Wolfratshausen. Hier liegen die Lager Föhrenwald und Hochland. Beide unterstehen den amerikanischen Militärbehörden. Föhrenwald beherbergt zeitweise mehr als 5600 Juden. Die Überlebenden müssen wegen der strengen Einreisebestimmungen in Israel und Amerika bis zu 3 Jahre hier ausharren. Das Lager Hochland, versteckt im Wald, früher ein Sommerlager der Hitlerjugend. 1946 startet hier die jüdische Untergrundorganisation Haganah, ein geheimes Kommandounternehmen. Sie will Offiziere für den Kampf in Palästina ausbilden. Nach alliiertem Recht ist dies streng verboten. Doch der Haganah-Chef in Europa befiehlt: Ich verlange, dass die Juden in den Lagern sich melden. Sie sind praktisch Bürger Israels. Yechiel Doron und Gad Willmann, die heute in einem Kibbutz in Israel leben, sind Ausbilder im Lager Hochland. Später dienen sie in der israelischen Armee. Beide haben die Nazizeit in Verstecken in Budapest überlebt. Nach den traumatischen Erlebnissen ist ihnen klar, sie wollen nie wieder Opfer sein. Unsere Familien wurden ermordet. In den Häusern unserer Eltern lebten fremde Leute. Wir wollten auswandern, die meisten von uns nach Jerez Israel. Wir wollten einen eigenen Staat, wir wollten uns selbst verteidigen, damit es nicht noch einmal zu einem Holocaust kommt. Die Haganah hat Waffen ins Lager eingeschleust, doch werden sie bei der Ausbildung nicht eingesetzt. Sie liegen versteckt unter dem Fußboden der Baracken. Die Rekruten bekamen zunächst die übliche Grundausbildung. Jeden Morgen machten wir einen Waldlauf über 6 Kilometer. Wir waren 3 Abteilungen mit 150 Leuten in jedem Lehrgang. Es gab dort 3 Holzbaracken und das Haupthaus aus Stein. 6 Wochen dauert die Ausbildung. Faustgroße Steine sollen Handgranaten ersetzen. Den Nahkampf trainieren sie mit Stöcken statt mit Gewehren. Im Lager Hochland hatten wir auch junge Frauen als Rekruten. Sie erhielten die gleiche militärische Ausbildung wie die Männer. Sie waren aber in einer eigenen Einheit organisiert.
Dem amerikanischen Geheimdienst bleibt die Ausbildung der jüdischen Rekruten nicht verborgen, doch die örtlichen Militärbehörden schauen weg. Die Amerikaner wussten ganz genau, was im Lager Hochland geschah. Sie hatten überall ihre Leute. Ich habe Berichte gesehen, die an die CIA adressiert waren. Darin stand, dass im Lager Hochland eine militärische Ausbildung im Gange sei. Mehr als 600 jüdische Offiziere erhalten in Bayern ihre Grundausbildung. Auch in Norddeutschland, im britischen DP-Camp Bergen-Belsen, läuft ein geheimes Training für jüdische Soldaten. Das Flüchtlingslager liegt nahe dem ehemaligen KZ. Bergen-Belsen wurde von den Briten befreit. Auch Chaim Herzog, Sohn des damaligen Oberrabbiners in Palästina und späterer Staatspräsident Israels, war dort Offizier. Unter seinem Kommando konnten wir machen, was nötig war. Die Untergrundkämpfer der Haganah helfen auch bei der Flucht nach Palästina. Sie schleusen Zehntausende Juden über verschneite Alpenpässe zu französischen Mittelmeerhäfen. Von dort sollen Schiffe die Flüchtlinge trotz Einreiseverbots der Londoner Regierung nach Palästina bringen. Anfang Juli 1947. Mehr als 4.500 Juden gehen im Hafen von Sète an Bord eines Passagierschiffes, das später Exodus heißen wird. Ihr Ziel ist Haifa. Die Aktion endet tragisch. Auf offener See wird die Exodus von britischen Kriegsschiffen gerammt. 4 Tote und über 150 Verletzte. Schwer beschädigt läuft die Exodus den Hafen von Haifa an. Dann die schockierende Nachricht. Die Flüchtlinge dürfen nicht in Palästina bleiben. 3 britische Kriegsschiffe bringen sie zurück ins verhasste Deutschland. Bei Lübeck müssen sie wieder in ein Lager. Wieder hinter Stacheldraht. Die Fahrt der Exodus vor die Küste Palästinas und die erzwungene Rückführung der Passagiere ausgerechnet nach Deutschland, also ins Land der Täter sozusagen, bildet natürlich einen wichtigen Einschnitt auch in der Vorgeschichte zur Gründung des Staates Israel. Das wusste die Haganah, das wusste auch die politische Führung in Israel, und man hat dies durchaus mit ins politische Kalkül gezogen, als es darum ging, die Weltöffentlichkeit zu überzeugen, dass ein jüdischer Staat gegründet werden sollte. Trotz der britischen Seeblockade gelangen bis 1948 mehr als 130.000 jüdische Emigranten von Europa nach Palästina. Auf sie wartet harte Arbeit. Es ist kein Land, in dem Milch und Honig fließen, wie es die Bibel verspricht. Den Grund und Boden haben sie von Arabern gekauft oder gepachtet. Viele finden hier, was ihnen die Nazis genommen haben, ihre Heimat. Ich bin in Leipzig geboren, aber es ist nicht meine Heimatstadt, sondern meine Geburtsstadt. Israel ist meine Heimat. 14. Mai 1948. Der Tag, der die politische Landkarte im Nahen Osten total verändert. In Tel Aviv ruft David Ben-Gurion den Staat Israel aus. Wir proklamieren hiermit Kraft unseres natürlichen und historischen Rechtes und aufgrund des Beschlusses der Vereinten Nationen die Errichtung eines jüdischen Staates in Eres Israel. Dann setzen Ben-Gurion und andere jüdische Politiker ihre Unterschriften unter das Dokument. Später bekennt David Ben-Gurion: Meine Augen füllten sich mit Tränen, meine Hände zitterten. Wir hatten es geschafft. Der Traum war wahr geworden. Zu spät, um jene zu retten, die im Inferno umgekommen waren, doch nicht zu spät für kommende Generationen. Der Staat Israel ist geboren. Juden in aller Welt jubeln. Auch in den jüdischen Lagern in Deutschland sorgt die Nachricht für Euphorie. Viele hoffen, dass für sie das Lagerleben ein Ende hat und der Weg nach Israel frei ist.
Doch im Nahen Osten herrscht Krieg. Am Tag nach seiner Gründung wird Israel von 5 arabischen Armeen angegriffen. Die Araber sind gegen einen Judenstaat. Schwere Bombenschäden in Tel Avivs Innenstadt. Für die Israelis ein Wechselbad der Gefühle. Gestern Freudentaumel, heute Todesangst. Israels Armee fehlt es an ausgebildeten Soldaten. David Ben-Gurion, nun Oberbefehlshaber, notiert in seinem Tagebuch: 5000 Mann mit militärischer Ausbildung wurden bisher nicht eingezogen. Ich muss aber davor warnen, zu viele Bauern zu rekrutieren, weil sonst die Versorgung der Bevölkerung gefährdet ist. Die israelischen Soldaten erobern weite Teile Palästinas. Mehr Land, als die Vereinten Nationen Israel zugestehen. Nun werden die dort lebenden Palästinenser zu Flüchtlingen. Mehr als 700.000 fliehen aus ihren Dörfern, viele nach Jordanien und in den Libanon. Israel hat Waffen und Munition in Europa und Amerika gekauft. Auch 4 deutsche Kampfflugzeuge. Israelische Piloten bringen sie heimlich von Nordböhmen nach Israel. Die 4 ersten Flugzeuge unserer Luftwaffe waren Messerschmitt-Maschinen von der deutschen Luftwaffe. Israelische Techniker übermalten das Hakenkreuz auf den Flugzeugen mit dem jüdischen Davidstern. Das war eine sehr symbolträchtige Aktion für unser Land. Hitlers alte Flugzeuge für den jungen jüdischen Staat. Der Krieg im Nahen Osten endet nach 8 Monaten mit einem Sieg Israels. Seine Armee hat mehr als 6000 Tote zu beklagen. Unter den Gefallenen sind viele, die ihre militärische Ausbildung in den DP-Camps in Deutschland erhalten haben. Unsere Soldaten wussten, was sie erwartete. Wir haben ihnen bereits in Deutschland gesagt, dass es in Israel weiterhin Unruhen geben wird. Wir brauchen Kämpfer. Ihr bildet die Speerspitze. Ihr werdet als Soldaten kämpfen müssen. Deutschlands Städte liegen in Schutt und Asche. Doch vielerorts zeigt sich wieder religiöses Leben. In den DP-Camps der Alliierten haben osteuropäische Juden neue Gemeinden gegründet. Den deutschen Juden, die nicht auswandern wollen oder können, genügt das nicht. Sie wollen neue Gemeinden außerhalb der Lager, möglichst in ihren Heimatorten. Man war bestrebt, das ein natürliches Verlangen, nach der langen Zeit der Entbehrungen, auch in religiöser und anderer Hinsicht, zusammenzukommen und eine Gemeinschaft, wie eine Gemeinschaft zu bilden. Die frühe Gemeinschaft in den Lagern, in den Baracken, das war ja keine richtige Gemeinschaft, sondern eine Zwangsgemeinschaft. Und hier hatten wir die Möglichkeit, die haben wir auch genutzt, wieder eine Gemeinschaft zu werden, wie es sich gehört für eine Kulturgruppe, wie die Juden, deutsche Juden dargestellt haben. Die meisten Synagogen wurden 1938 von den Nazis zerstört, gesprengt, wie in Kaiserslautern. Oder angezündet, wie im badischen Bühl. Mai 45. Die Westalliierten unterstützen die Gründung neuer Gemeinden. In Köln kommt es schon einige Tage vor Kriegsende dazu. In Mainz wird eine Turnhalle zur Synagoge umgebaut. Am ersten Gottesdienst im September 47 nimmt der französische Militärgouverneur teil. Zuvor sind 24 jüdische Überlebende aus dem früheren KZ Theresienstadt in ihre Heimatstadt Mainz zurückgebracht worden. In Wiesbaden feiert in der notdürftig instand gesetzten Synagoge im Dezember 1946 ein amerikanischer Rabbiner den ersten Gottesdienst nach Kriegsende. Das Gedenken gilt den Bürgern der Stadt, die in Konzentrationslagern ermordet wurden, insgesamt mehr als 1500. In München kommt der amerikanische General Lucius Clay im Mai 47 zur Einweihung der Synagoge in der Reichenbachstraße. Clay betont:
Die Fortführung jüdischen Lebens ist ein Gradmesser für die Bewährung der neuen Demokratie in Deutschland. Viele jüdische Gemeinden sind noch vor dem offiziellen Kriegsende oder in den Tagen danach gegründet worden. Man hat unter den ganz wenigen Überlebenden natürlich die Sehnsucht verspürt, nun wieder zusammenzukommen, nun zu sehen, wer hat überhaupt überlebt, was tut man. Man muss die Toten beerdigen. Man muss dafür sorgen, dass die Bedingungen für die ja meistens kranken Überlebenden geschaffen werden. Es waren einfach ganz dringende Aufgaben für diesen kleinen Personenkreis zu bewältigen, sodass man hier gar keine Zeit verstreichen ließ, um sich wieder zu einer jüdischen Gemeinde zu formieren. In Trier forciert Dr. Heinz Kahn, Überlebender von Auschwitz und Buchenwald, die Gemeindegründung, um Heimkehrern eine bessere Versorgung zu sichern. Ich hatte den Antrag gestellt, dass die Juden, die aus dem Konzentrationslager zurückgekommen sind, die doppelten Lebensmittelkarten bekommen sollen, weil sie ja vorher weniger hatten und entsprechend ausgehungert waren. Und das ist abgelehnt worden. Und ich hatte darüber mit einem UNRWA-Offizier, mit einem kanadischen UNRWA-Offizier gesprochen. Und dann hat er mir gesagt, also wenn ich eine jüdische Gemeinde gründe, dann nimmt ihr uns als Displaced Persons auf und versorgt uns als Displaced Persons. Dann haben wir die doppelten Lebensmittelkarten. Die Überlebenden müssen improvisieren. Die ersten Gottesdienste waren in einem Wohnzimmer, was behelfsmäßig eingerichtet oder umgerüstet war. Es wurden Stühle reingestellt. Es war kein Minion da, es gab keine Zusammenkunft. Aber der erste Gottesdienst hat stattgefunden. Neues jüdisches Leben in Deutschland. Für viele Juden im Ausland, vor allem in Amerika, schwer vorstellbar. 1948 fordert der jüdische Weltkongress die Juden in Deutschland auf, binnen 6 Wochen nach Israel auszuwandern. In der jüdischen Welt, sozusagen außerhalb Deutschlands, hat sich doch die Meinung herausgebildet, dass nach dem, was an Verbrechen von Deutschland ausging, eigentlich Juden nicht mehr in Deutschland leben sollten. Die meisten Juden, die nach 1945 nach Deutschland kamen, also die Peace aus Osteuropa, waren auch dieser Meinung. Sie planten ja nicht, in Deutschland zu verbleiben. Ganz anders denken 10.000 deutsche Juden, die vor den Nazis ins Ausland geflohen sind. Sie kehren aus dem Exil zurück. Viele müssen erkennen, sie sind nicht willkommen. So geht es auch Fritz Kortner. Der in Hollywood gefeierte Regisseur dreht 1949 einen Film über seine Erfahrungen. Im Exil in Los Angeles erhält ein jüdischer Professor einen Brief aus Deutschland. Seine alte Universität bittet ihn um Rückkehr, um beim Aufbau eines demokratischen Deutschlands mitzuhelfen. Er folgt dem Ruf. Which has led to this invitation. Doch als er an seiner Universität wieder Vorlesungen hält, schlägt ihm Missgunst der alten Kollegen entgegen. That night you mistook for day. Er wird als Unruhestifter und Konkurrent angesehen und diffamiert. Ist gar nicht so grotesk, wie Sie mich glauben machen wollen. Der Mann ist gefährlich. Kommen Sie, wir essen zusammen. Fritz Kortners Film Der Ruf ist eines der wunderbarsten Filmdokumente aus dieser Zeit, das schon 1949 zeigt, wie schwierig die Rückkehr für die wenigen Remigranten, die nun also zurückkehrten, war. Sie stießen auf die verschiedensten Vorbehalte. Natürlich einmal die Angst, sie würden einem die Stellen wegnehmen. Zum anderen aber auch die Angst, jetzt wird nachgefragt, wer hat was gemacht, wer waren die Täter. All das bedeutete, dass man nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen wurde. Die Bonner Regierung wirbt bei den jüdischen Mitbürgern um Vertrauen und kündigt finanzielle Wiedergutmachung an. Die DDR versucht, Adenauers Politik in Misskredit zu bringen. Zielscheibe der Hetzkampagnen ist vor allem Hans Globke, Staatssekretär im Bonner Kanzleramt. In der Bundesrepublik gibt es keinen Antisemitismus, hatte er vor noch nicht allzu langer Zeit bei der Einweihung der Kölner Synagoge behauptet. Obwohl bei seinen Reden oft genug ein Mann hinter ihm steht, der damals, wie heute, zu den Antisemiten par excellence gehört. Dr. Hans Globke. Aus der Feder des Adenauerschen Staatssekretärs stammen die Kommentare zur Nürnberger Rassengesetzgebung Hitlers.
Im Gegensatz zur Bundesregierung verweigert die SED den Juden jegliche Wiedergutmachung. Die fadenscheinige Begründung, die DDR sei kein Nachfolgestaat des Deutschen Reiches, so das SED-Blatt Neues Deutschland. März 1960. In New York verspricht Konrad Adenauer dem israelischen Ministerpräsidenten David Ben-Gurion Millionenzahlungen sowie die Lieferung von Schiffen, Industrieanlagen und Militärgütern. Hilfe, die Israel dringend braucht. Daheim in Jerusalem wird Ben-Gurion wegen der Absprachen mit Adenauer heftig attackiert. Zu groß ist im rechten Lager das Misstrauen gegenüber Deutschland. Im israelischen Parlament kommt es zu hitzigen Debatten. Die Bonner Zahlungen seien Blutgeld. Damit wolle man sich freikaufen von der Schuld des millionenfachen Mordes an den Juden, wettert Oppositionschef Menachem Begin. Ben-Gurion kontert, Westdeutschland sei jetzt ein demokratischer Staat, der Vertrauen verdiene. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmt der Vereinbarung mit Bonn zu. Sie bleibt umstritten. Es gab viele Leute, die das Geld, also eigentlich die Wiedergutmachung, nicht annehmen wollten. Und es leben noch bis heute Menschen, die dagegen waren und nichts aus Deutschland kommende Sachen, ob es ein Auto oder irgendeine andere Maschine war oder sogar nur ein einziger Teller kaufen wollten und niemals Geld annehmen wollten. Israel kämpft mit riesigen Wirtschaftsproblemen. Mehr als 10.000 Einwanderer entschließen sich, nach Deutschland zurückzukehren. Dezember 1963. In Frankfurt beginnt auf Drängen des hessischen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer der erste von sechs sogenannten Auschwitz-Prozessen. Es geht um Folter und Mord an jüdischen Häftlingen im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau. Angeklagt sind 22 Angehörige der SS-Lagermannschaft. Ich war einige Male dabei, als Zuhörer, Zuschauer. Ich war empört, wie die Verteidiger der Verbrecher von Auschwitz mit den Zeitzeugen umgegangen sind. Sie haben sich so benommen, als wären sie die Angeklagten. Dieser Prozess war sehr wichtig, denn da wurde wirklich bewiesen, was wirklich war. Insgesamt werden 360 Zeugen vernommen. Erschütternde Aussagen, die im Publikum Bestürzung und Fassungslosigkeit auslösen. Sechs Angeklagte werden wegen vielfachen Mordes zu lebenslangem Gefängnis verurteilt. 10 andere zu Freiheitsstrafen bis zu 14 Jahren. Erst der Auschwitz-Prozess öffnet vielen Deutschen die Augen. Nun wird ihnen das ganze Ausmaß der Gräueltaten der Nazischergen bewusst. Der Auschwitz-Prozess war schon eines der ersten Ereignisse, das viele Deutsche, natürlich gerade die Jüngeren, auch mit der unmittelbaren Vergangenheit konfrontiert hat. Das, was man in den ersten Nachkriegsjahren eigentlich ganz gut noch verdrängen konnte, das ließ sich vor dem Hintergrund dieser schrecklichen Dinge, die nun an die Öffentlichkeit auch kamen, einfach schlecht verdrängen. Immer wieder kommt es zu antisemitischen Straftaten. In Köln wird die Synagoge mit judenfeindlichen Parolen beschmiert. In Mainz und anderen Städten werden jüdische Friedhöfe geschändet. Die jüdischen Gemeinden sind alarmiert. Doch sie zögern, mit ihren Sorgen und Nöten in die Öffentlichkeit zu gehen. Das ändert sich erst im November 1985. In Frankfurt protestieren Angehörige der jüdischen Gemeinde gegen die Aufführung des Theaterstücks Der Müll, die Stadt und der Tod von Rainer Werner Fassbinder. Die Hauptfigur ist ein Immobilienspekulant, ein reicher Jude, wie es in dem Stück heißt. Viele halten das für eine Anspielung auf Ignaz Bubis, Vorsitzender der Frankfurter Gemeinde und Immobilienmakler. Wir protestieren heute Abend dagegen, dass in der Bundesrepublik Deutschland eine neue Form der Rücksichtslosigkeit durchgesetzt wird. Herr Friedmann, mit was für Empfindungen gehen Sie rein? Wir sind debilitiert. Wir werden versuchen, die Aufführung heute zu verhindern. Ja. Herr Bubis. Herr Bubis, was werden Sie jetzt unternehmen? Es wird sich drin ergehen.
Ignaz Bubis und andere Gemeindemitglieder besetzen die Bühne und verhindern die Aufführung. Erst 24 Jahre später steht Fassbinders Stück wieder auf dem Spielplan einer deutschen Bühne. Die Bühnenbesetzung in Frankfurt war ein wirklich einschneidendes Ereignis in der Geschichte der Juden in Deutschland der Nachkriegszeit. Es war zum ersten Mal, dass eine Gruppe von Juden demonstrativ, sozusagen im wörtlichen Sinn, auf die Bühne ging und nicht hinter der Bühne agierte. Und vor allem viele jüngere Mitglieder nun sagten, wir wollen unsere Meinung, auch wenn sie der großen Teil der Öffentlichkeit nicht passt, wir wollen diese Meinung kundtun und wir wollen dies demonstrativ in aller Öffentlichkeit tun. Herbst 1989. In Berlin fällt die Mauer. Der Ostblock zerbricht. Nun packen in Osteuropa Zehntausende Juden ihre Koffer, um nach Deutschland auszuwandern. Das Tor zum Westen öffnet ihnen die erste frei gewählte Volkskammer der DDR. Sie entschuldigt sich für die judenfeindliche Politik der SED. Wir bitten die Juden in aller Welt um Verzeihung. Wir bitten das Volk in Israel um Verzeihung für Heuchelei und Feindseligkeit der offiziellen DDR-Politik gegenüber dem Staat Israel und für die Verfolgung und Entwürdigung jüdischer Mitbürger auch nach 1945 in unserem Lande. Die Regierung de Maizière sichert den russischen Juden ein Bleiberecht zu. Das Echo ist geteilt. Es war so, dass ich damals Besuch erhielt von dem Botschafter des Staates Israel in der Bundesrepublik, der sagte, wir sollten das stoppen. Israel wolle, dass die Juden nicht zu uns kommen, sondern dass sie nach Israel auswandern sollten. Und auch der Zentralrat der Juden Deutschlands zeigte sich nur minder begeistert davon, und sagten also, sie müssten davor warnen, dass es zu einer Überfremdung der Gemeinden käme. Und ich habe damals gesagt, wollt ihr wirklich, dass wir anfangen, die Juden einzuteilen in Juden erster Klasse und zweiter Klasse? Das ist mit mir nicht zu machen. Kurz vor ihrem Ende wird die DDR zum Zufluchtsort zehntausender Juden aus Osteuropa. Die meisten Zuwanderer wissen wenig über jüdische Tradition und Kultur. In ihren Heimatländern war es für sie schwierig, manchmal gar unmöglich, ihren jüdischen Glauben zu leben. Zwar steht in ihren alten Pässen der Vermerk Jude, doch ist es nur die Bezeichnung ihrer Nationalität, nicht ihrer Religion. Insgesamt kommen mehr als 200.000 Juden aus der früheren Sowjetunion ins wiedervereinte Deutschland. Die Hälfte von ihnen schließt sich jüdischen Gemeinden an. Mit der Integration der Zuwanderer stehen die jüdischen Stellen vor völlig neuen Problemen. Die Gemeinden ähneln immer mehr Sozialämtern. Mit Beratungsstunden und Deutschkursen. Die meisten Zuwanderer sprechen wenig oder gar kein Deutsch. Viele finden deshalb keinen Job, der ihrer meist guten Berufsausbildung entspricht. In Frankfurt und anderen Großstädten kümmern sich staatlich anerkannte jüdische Schulen um die Kinder der Emigranten. So auch die Lichtigfeld-Schule im Philanthropien in Frankfurt. Neuerdings nimmt sie auch christliche und muslimische Kinder auf. Der Unterricht über jüdische Geschichte und religiöse Riten gehört für alle Schüler gleich welcher Konfession zu den Pflichtfächern. Seit den 50er Jahren sind mehr als 100 Synagogen und Betsäle entstanden. Eine der spektakulärsten Synagogenbauten wird im November 2010 in Mainz eingeweiht. An jenem Ort, an dem einst eine der größten Synagogen des Rheinlandes stand. In Speyer wird eine christliche Kirche, die seit Jahren nicht mehr genutzt wurde, zur Synagoge umgebaut. Oh,
Die neue Gemeinde in Speyer ist erst nach dem Zuzug der Juden aus der früheren Sowjetunion entstanden. Zur Einweihung der Synagoge reist, wie zuvor in Mainz, der Bundespräsident persönlich an. Eines der ältesten jüdischen Gotteshäuser in Deutschland, die Synagoge in Worms, wird bereits Anfang der 60er Jahre wieder aufgebaut. Die Nazis hatten sie 1938 niedergebrannt. Zur Wiedereinweihung kommt ebenfalls Politprominenz. Die Anfänge der Synagoge liegen im Mittelalter, als Worms, Mainz und Speyer das Zentrum jüdischer Gelehrsamkeit in Mitteleuropa waren. Die Rabbiner der drei Städte gründeten damals einen Bund und nannten ihn Schum. Heute hoffen die Schum-Städte auf Anerkennung als Weltkulturerbe. Die Politik finanziert den Bau von Synagogen, um zu zeigen, das Judentum hat in Deutschland eine Zukunft. Aber es ist ein anderes jüdisches Leben als vor dem Holocaust. Das deutsche Judentum vor 1933 war ja eine in kultureller und religiöser Hinsicht sehr vielfältige und sehr, sehr reiche jüdische Gemeinde. Das heißt, es gab große Denker wie Martin Buber, Franz Rosenzweig, Leo Beck, viele andere große Namen. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Wir haben diese Namen heute nicht mehr. Und das deutsche Judentum, das heute zahlenmäßig wieder gewachsen ist, ist in kultureller und religiöser Hinsicht diesem Judentum der Weimarer Republik sicherlich nicht vergleichbar. Die Westend-Synagoge in Frankfurt. Sie überstand als einziges jüdisches Gotteshaus der Stadt die Brandanschläge der Nazis und die Bombenangriffe der Alliierten. 1989 wurde der mächtige Bau restauriert. Mit über 7000 Gläubigen zählt Frankfurt neben Berlin, München und Düsseldorf zu den größten Gemeinden in Deutschland. Im Gemeindezentrum trifft man sich zu Veranstaltungen, zu Malkursen und Schachturnieren. Viele Juden sind mittlerweile in Deutschland angekommen, haben die sprichwörtlichen Koffer ausgepackt und wissen auch, dass ihre Zukunft, die Zukunft ihrer Kinder eigentlich hier sein wird. Aber ich denke, man muss auch im Auge behalten, dass es auch nicht wenige gibt, die durchaus noch kritisch hinterfragen, wie entwickelt sich dieses Deutschland, wie entwickelt sich Fremdenhass und Antisemitismus in diesem Land. Eine Frage, die sich häufig auch Dora Sandberg stellt. Sie lebt seit ihrer Kindheit in Frankfurt. 1973 kam sie mit ihren Eltern aus Rumänien. Was sie gelegentlich an judenfeindlichen Äußerungen hört, macht sie nachdenklich. Hat der Antisemitismus zugenommen? Ich denke nicht, dass er am Boden gewonnen hat. Er ist offener geworden. Was ich so als kleine Spitzen empfinde, das hat man früher mal an den Stammtischen gehört. Und heute hört man es auch in Geschäftsbesprechungen. Das ist einfach ganz offen, das ist dann ein Fauxpas, es ist vielleicht ein Kavaliersdelikt, Dinge, die man vielleicht nicht sagen sollte, aber dann eigentlich doch sagen möchte. Früher gab es das nicht. Und heute traut man sich einfach. Dora Sandberg nimmt regen Anteil am Gemeindeleben. Ihre Kinder besuchen die Schule und den Kindergarten der Gemeinde. Eine ganz normale Familie in Frankfurt. Wir verstecken uns nicht, aber dieses offensive nach außen tragen, das vermeiden wir. Das heißt, wir feiern natürlich Chanukka und der Leuchter steht auch im Fenster, so wie es sich gehört. Alle unsere Freunde wissen, dass wir jüdischen Glaubens sind. Das ist bei meinem Mann in der Praxis bekannt, das ist in meinem Arbeitsumfeld bekannt. Aber ich muss es nicht jedem auf der Straße zeigen. Als einzige Gemeinde in Deutschland vereint Frankfurt drei Richtungen des Judentums. Die orthodoxen Gläubigen beten im Hauptsaal der Synagoge. Nebenan hat die ultraorthodoxe Schabbat-Bewegung ihr Talmud-Seminar mit Studenten aus ganz Europa. Okay.
Seit alters her ist der Beruf des Rabbiners eine Männerdomäne. In liberalen Gemeinden in Deutschland ist das heute anders. Sie betreut die kleine liberale Gruppe unter dem Dach der Westend-Synagoge. Elisa Klappeck, seit 2009 Rabbinerin in Frankfurt. Zunächst war sie Journalistin, dann ließ sie sich zur Rabbinerin ausbilden. Elisa Klappeck ist optimistisch, dass bald mehr Frauen den Rabbinerberuf ausüben werden. Es gibt inzwischen 5 Rabbinerinnen in der allgemeinen Rabbinerkonferenz. Das ist der liberale Zusammenschluss von Rabbinern. 5 von insgesamt 21, also fast ein Viertel. Vor dem Krieg galt Frankfurt als Zentrum der liberalen Juden. Heute dominiert das orthodoxe Judentum, dem viele russische Zuwanderer nahestehen. Es gibt wieder reges jüdisches Leben in Deutschland mit über 100 Gemeinden und 100.000 Mitgliedern. In einer zunehmend multikulturellen Gesellschaft haben sie ihren Platz gefunden. Sie haben ihre Koffer ausgepackt. Nach dem Krieg hätte es kaum einer für möglich gehalten, aber heute ist es Wirklichkeit. Juden haben wieder eine Heimat in Deutschland. Und so viel ist klar, ohne all die Zuwanderer aus Osteuropa wäre das jüdische Leben in unserem Land um einiges ärmer. Nun geht es darum, dass die Neuen ihren Platz in den Gemeinden finden. Hoffen wir darauf. Bis bald und bleiben Sie uns treu.